Hallo und willkommen zurück bei Trackmania Turbo. Ja, letzte Folge lief nicht ganz so rund, wie ich es mir gewünscht hätte. Immerhin haben wir endlich mal wieder ein paar andere Strecken kennengelernt, nicht diese Standardscheiße. Es scheinen so ein paar Customs hierbei zu sein. Das ist schon mal ganz schön auf diesem Server. Und in dieser Folge machen wir auch im Canyon weiter. Und jetzt müssen wir mal durchklicken hier, was hier auf uns zukommt. Bitte was? Okay. Das mit der Schikane habe ich gelesen, aber wo die Schikane langgeht, habe ich jetzt nicht ganz so verstanden. Okay. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ist doch kein Plan, ist doch kein Thema. Okay, einmal nach hier oben und dann, wie ich das richtig gesehen habe, gleich wieder runter. Um auf den Punkt zu bringen, ich glaube, wir haben da irgendwas mitgenommen. Was ich jetzt optisch nicht so ganz gesehen habe. Runter und dann ab auf die andere Seite und dann hier rumsi bumsi um die Kurve. Alter Falter! U-Turn! Und fuck! Oh, da waren wir ein bisschen schnell. Ja, wir fahren erstmal natürlich eine komplette Runde jetzt. In Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht zu viel Speed verloren habe. Und da scheint schon das Finish zu sein. Ja, da ist das Finish. Momentan 23. Alles gut. Okay. Es gibt zwei schwierige Stellen. Einmal hier den Anfang und dann halt der Turn kurz vom Ziel. Der ist echt heavy. Aber ansonsten geht's eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf. Hier hätte man deutlich enger fahren können. So, jetzt kommt die Kurve. Alter, wie nimmt man die denn bitte sauber? Ist der vorher vom Gas oder was? Die ist echt hart. Schauen wir mal. Gucken wir erstmal, dass wir den Kram hier richtig auf die Kette kriegen wieder. So, fuck. Ja, und dann hier durch und dann, ja, die haben wir ein bisschen enger genommen und ein bisschen zu eng. Es läuft gerade nicht so ganz gut, wir probieren ein bisschen zu viel vielleicht. Anstatt vielleicht mal die Runde zu Ende zu fahren. Boah, ja, da haben wir richtig hardcore die Kurve genommen und ja, diesmal ohne Drift. Hier auf jeden Fall Drift angesagt. Das ging ganz gut. Hier bin man vom Gas gegangen und das war eine gute Idee. Boah. Da kippt man aber auch noch aus. Leck mehr am Sack. Ey. 37. trotzdem nur einer. Boah, was ist los? Leute von heute, sage ich dazu nur. Kann ich in den Controller beißen. Ist echt sau schwer meiner Meinung nach. Das war jetzt mal ganz dumm. John. Zum zweiten Mal in Folge dieselbe Scheiße. Unbelievable! Ja, ich riskiere einfach zu viel. Oh, die Runde muss sitzen jetzt. Alles andere wäre nicht so gut, Alter. What a fucking jump! Ah, bis hierhin alles gut. Komm, komm. Ja. Immer noch dran, wir sind noch dran und kriegen wir nochmal eine Verbesserung hin. Ja, 25. Das war doch nochmal eine Zeit. Geht doch.
keine Topzeit, aber immerhin. Aber noch mal ein bisschen was gezeigt. What the fuck? Und da war es vorbei und am Ende steht der 25. Platz bei uns auf dem Plan. Naja, wir waren zwar schon mal besser, aber auch schon deutlich schlechter. Würde ich zumindest so mal behaupten, oder? Wie seht ihr das? Mann, Mann, Mann. Ja, aber auch mal die Frage an euch daraus, wie gefällt euch denn so eigentlich Trackmania Turbo, also der neueste Ableger? Ich meine, scheinbar sind die meisten, die dieses Spiel spielen, am PC unterwegs. Aber warum hindert euch vielleicht zum Beispiel ein Kauf an der PlayStation? Seid ihr mit anderen Spielen beschäftigt oder ist es einfach, gefällt euch das Genre nicht? Könnt ihr euch damit nicht anfreunden oder, ja, was ist es halt? Ich meine, irgendwo muss ja diese schwache Spielerzahl ja auch herkommen. Warum man halt so, warum das Spiel bisher noch nicht so wirklich gut ankommt bei den Consoleros. Obwohl es eigentlich komplett für Consoleros angelegt ist, meiner Meinung nach. Also ist, oder für Konsolen eigentlich perfekt ist, meiner Meinung nach, für einen Funracer. Vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen. Also, wäre vielleicht mal eine geile Sache, zu erfahren, wie ihr die Sache seht. Oder stellt ihr euch vor, das ist mir zu unrealistisch und deswegen spiele ich es nicht. Oder seid ihr einfach mehr auf Realismus aus? Oder was ist es halt? Ja, es ist kein realistisches Rennspiel, natürlich nicht. Wäre ja auch Schwachsinn, wenn es eins wäre, weil Trackmania macht halt anderes aus. Und das ist halt diese schrickenden Strecken, diese abgefahrenen Strecken halt hinzubekommen. Das möglichst schnell und das gegen eine, wie ich finde, eigentlich normalerweise ziemlich große Community. Zudem auch die Strecken, die erschaffen werden, immer wieder neue Herausforderungen, all solche Geschichten. Deswegen würde mich das Ganze mal wirklich sehr interessieren, wie ihr die Sache seht, warum ihr halt zum Beispiel nicht zu diesem Spiel geknappt bisher. Vielleicht habt ihr das ja noch vor. Würde mich einfach mal brennend interessieren, wie da eure Einstellung zu ist. Ja, diesmal haben wir den Jump hier geschafft, Gott sei Dank. Das wird uns viel Zeit einbringen. Okay, und dann machen wir mal da so Faxen. Scheiße. Na egal, wir haben den Sprung geschafft. Also, wir haben gesehen, dass wir es können. Mal halt nur noch das Rennen zu Ende bringen. Au, Mann. Ja, da war gegen Ende halt alles verloren. Das ist das Ziel. Viel verbessern werden wir uns nicht. Vielleicht ein paar, vielleicht 10 Plätze oder so. War jetzt nicht so geil. Dass da noch viel Platz nach oben ist, haben wir ja gesehen. Diese Zweiräder-Action ist echt mal heavy. Ah, das war richtig scheiße. Ich glaube, diesmal schafft man den Jump nicht. Wenn wir ihn nicht schaffen, können wir eigentlich direkt schon wieder von vorne. Naja, weil das Ding ist einfach, wenn man den Jump nicht schafft, verliert man einfach zu viel Zeit, weil man kommt dann raus auf den Staub und das macht einfach keinen Sinn. Also der Jump, der muss schon drin sein, wenn man erfolgreich. Diese Runde beenden will. Dann müsste es eigentlich reichen. Ja, ja, diesmal reicht auch wieder. Ist halt wirklich eine ganz wichtige Sache. Eine streckenentscheidende Sache. Wow. Echt fies teilweise, die Kurven.
Ah, diesmal kommen wir sauber ins Ziel, aber die Platzierung sieht anders aus. Platz 35. Ah ja. Immerhin schaffen wir die Strecken und das ist halt auch schon was ganz Tolles für uns. Also wieder Zweirad fahren. Wow! Ja, da kommen wir zwar ganz gut raus. Die Frage ist nur, ob wir nicht vorher zu viel Geschwindigkeit verloren haben. Aber das sieht ganz ansprechend aus. Ja, da kommen wir gut in die Kurve und haben momentan eine ziemlich gute Zeit. Haben wir zu früh riskiert und das hat Zeit gekostet. Naja, vielleicht können wir jetzt ohne zu driften hier durchfahren. Das wäre zumindest die Chance nochmal auf eine gute Zeit. Und Platz 24 ist in Ordnung. Noch eine Zeit bekommen wir leider nicht hin. Aber immerhin Platz 24, das ist schon okay. Unter den Top 25%. Ich meine, da habe ich schon schlechtere Ergebnisse gehabt, aber... Na gut, sagen wir mal unter den Top 30%. Ja, und dann landen wir genau vor dem Pfosten. 8 Sekunden noch, bleibt es dabei, dass wir unter der Top 30 bleiben, oder sind noch zwei, die uns mal eben kurz aus dem Top 30 verdrängen? Es sieht nicht so aus. Platz 29 nach dieser Runde. Also, einmal ein Jubel, wo ist der Jubelschrei? Ah, okay, ich habe keinen. Naja. Hoffen wir einfach mal, dass noch weitere so schöne Strecken kommen. Ja, nochmal Canyon, wenn es geht, bitte. Weil wenn wir gerade schon im Canyon sind. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich überhaupt nicht, also momentan überhaupt nicht verstehe, dass so viele, also wenn gespielt wird, meist nur Canyon. Es wird wirklich meist nur Canyon gespielt. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ob das daran liegt, dass die... Also wenn ich das so in Erinnerung habe, der letzte Trackmania-Teil, der ja in diesen Episoden aufgeteilt war, da war der allererste Teil, der da rauskam, auch Canyon, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Und dass halt viele bei diesem Canyon geblieben sind und deswegen dieser Canyon sich so bei Trackmania eingebürgert hat und das vielleicht deswegen so viele Canyon spielen, ist zumindest für mich eine plausible Erklärung. Ob es der Fall auch wirklich ist, müsst ihr mir erklären, ich habe keine Ahnung. Meiner Meinung nach haben Stadium oder zum Beispiel vor allem Rollercoaster Valley oder wie auch immer das Ding heißen mag, oder Loop oder Rollercoaster Loop, ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding da nochmal hieß. Auf jeden Fall, diese Dinger, die haben für mich einfach mehr Flair und vor allem eine willkommene Abwechslung. Und wer auf Rally steht, hat dann halt auch noch Rally als Abwechslung mit diesem vierten Ding jetzt da. Deswegen, okay, das war schon, muss mich verarschen. Und das ist halt so der Punkt, an dem ich mich frage, warum das so ist momentan. Also das ist so, ich komme nicht ums Drift mehr herum, wenn wir hier eine gute Zeit fahren wollen. Und hier, das geht ohne Driften, wenn wir es gut hinkriegen. Und wow, das ist auch eine 90 Grad Kehre. Eigentlich 90, sondern 180 Grad natürlich. Wie gesagt, wie komme ich auf 90? Das ist natürlich eine 180 Grad Kehre. Okay, hier am Start. Good morning! Wahala, la 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 la. Jetzt kommt wieder diese 90 Grad Kehre, die wir so hinkriegen könnten. Das muss auch mal landen. Ja, so halbwegs, das hingehauen. Ja, war auch okay. Sauber sieht anders aus. Momentan Rang 23. Und jedes Mal mache ich denselben Fehler am Start. War okay, glaube ich. Wir sind jetzt noch ein bisschen... Oh, ich bin rausgesprungen. Deswegen nochmal.
das ist doch nicht normal, ey. Okay. Das sah jetzt mal ganz gut aus eigentlich. Und wenn wir hier jetzt auch noch ohne Driften durchkommen, dann... Nein. Aber irgendwie liegen mir die Strecken nicht so ganz. Entweder drifte ich da im falschen Augenblick oder vielleicht sollte ich von vorne reinschauen mal so in diese Richtung. Dann, ja, das sieht schon besser aus. Aber das jetzt sauber nach Hause bringen hier, ja, das sah auch ganz gut aus soweit. Wenn wir das jetzt auch noch hier rumkriegen, ja. War jetzt nicht ganz sauber, aber okay. Sieht nach einer Verbesserung auf alle Fälle aus. Am Ende steht schon 34 wieder. Ja, ich hab angeeckt immer da nicht, aber der Jump landet dann irgendwie. In den Kommentar. Zu lange gedriftet, wenn ich mal meiner Meinung nach selber was gehe. Wirklich sauber sieht anders aus. Momentan 40. Bis hier alles ganz gut. 41. Ist echt tricky, wenn ich ehrlich bin. Wieder viel zu lang gedriftet. Ja, das sah mal besser aus, meiner Meinung nach. Ja, das sah aber mal ganz gut aus. Ja, das sah auch ganz gut aus. Da geht noch was. Und Platz 23, ja, immerhin eine Verbesserung. Ja, so hätte man das von Anfang an machen müssen, natürlich nur mit dem anderen rausbeschleunigen. Naja, Platz 25 am Ende, mal wieder. Irgendwie ist das so eine Standardplatzierung für uns momentan. Hab ich zumindest den Eindruck. Naja, meine Freunde, ich würde sagen, das reicht erstmal wieder für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei, ein paar kürzere Strecken kennenzulernen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Trackmania Turbo. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.